Herzlich willkommen zurück zu Sims 4, zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer herzliches dabei sein. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Karriere als Freelancer eingeschlagen und das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Kann einen Kunden zur Abnahme schicken, kann ich das nicht nochmal verbessern? Abgelehnte Inhalte überarbeiten, bitte. Ich will meine Symbole überarbeiten, jetzt hör auf zu lesen. Er hat beides hingelegt. Wow! Wow, wow, wow. Was ist das denn einfach? Digga! Überarbeite die abgelehnten Inhalte. Bitte. Ja, ich bin Level 2. Ich kann jetzt mit anderen Sims über Farbtheorien reden. Alter, krass! Das wollte ich schon immer mal tun. Leuchtet das Tablet von hinten? Lol, es bewegt sich einfach. Natürlich bewegt es sich. Nein, es bewegt sich natürlich nicht. Spaß, ich habe keinen Spaß. Wieso habe ich keinen Spaß? Habe ich keinen Spaß beim Zeichnen? Ich hätte aber auch keinen Spaß. Bitte. Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich, ich verkaufe das jetzt einfach. Jungs, ich kündige diesen Kackjob. Ich kündige den nicht, aber... Ich breche den Auftrag ab. Ich habe keinen Bock mehr. Nicht rumstehen, sondern abbrechen. Ja, ja, ihr habt mich bezahlt, aber nee, kein Bock mehr. So, dann nehmen wir halt einfach mal... ja, Phantombildzeichner. Cool. Illustratives Bild auf Grafiktablet kreieren. Mit Kunden treffen. Klicke auf Raxo und werde mit Kunden treffen. Okay. Kann ich das sogar jetzt schon machen? Vom Kunden gewinnst du das Gemälde anfertigen. Okay. Illustratives Bild. Was muss ich nochmal machen? Ja, ein illustratives Gemälde. Illustratives Bild. Und ich bin gerade sogar inspiriert. Ich nehme kleines. So, mach schnell. Kleines ist nämlich am billigsten und geht am schnellsten fertig. Nice. Mit Kunden treffen. Treffe dich mit dem Kunden. Das fände ich nämlich nice. Dann kriege ich Geld. Und die Zeit vergeht natürlich super schnell. Hat gerade jemand Liegestütze vor meinem Grundstück gemacht? Nice, Alter. Und ich bin angespannt, weil ich kein Vergnügen habe. Ja, dafür habe ich einen PC, da kann ich jetzt zocken. Ja, es war erfolgreich und ich habe sogar extra Geld gekriegt. Polizei ist so begeistert, dass er sogar einen Polizeiwagen mit heulender Sirene skizzieren darf. Was für ein Tag. Ja, ich darf was zeichnen. Nein, ich kann das dann nochmal verkaufen. Wie geil. Wie cool ist das denn? Ich kann das dann einfach nochmal zeichnen. Spiele spielen. Blickblock. Und danach gehst du pennen. Zock, Alter. Das ist einfach Tetris mit einem Block. Wie zur Hölle soll man da irgendwas verkacken? Ach so, man muss irgendwelche spezifischen Formen kreieren, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, du hast jetzt genug Spaß gehabt. Genug Spaß für heute. Gehst jetzt pennen, Alter. Was ist denn überhaupt unser Ziel? 3 Gemälde anfertigen, wenn inspiriert. 5 Stunden, Mann. Okay, dafür muss ich auch eine Staffelei gehen. So, hiernach musst du dein erstes Mal kochen. Das ist bei mir in meinem ersten Spielstand nie gut gegangen. Das ist nie gut gegangen. So, wehe, es fängt jetzt an zu brennen. Du kriegst das gefälligst hin, okay? Ja! Er hat es hingekriegt. Und danach gehst du dich das erste Mal in deinem Leben duschen. Lol. Hier ist aber klingt. Danach gehst du dich das erste Mal in deinem Leben duschen. Ich brauche dringend mal irgendwie irgendjemanden, der hier mit mir lebt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Folge mit dem Paul. Ich habe übrigens jetzt die Audio lauter gestellt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, Leute. Ich habe jetzt auch ordentlich Geld hier. Ja, das Blöde ist, ich bin gerade konzentriert, weil ich so ein Genie bin. Ah, es fällt weg, es fällt weg. Ja, jawohl. Jetzt bin ich inspiriert. Ich habe überhaupt keinen Auftrag. Alter, Polizei, geht weg. Ein App-Icon. Wer soll bezahlt für sowas $300? Porträt für die Nachtwelt. Ich nehme erstmal die billigeren Sachen.
Referenzbilder studieren. Wie mache ich denn das? Computer. Porträt auf Grafiktabletten machen. Das mache ich dann einfach mal zuerst. Porträt, ja, oh Gott, kostet das viel Geld. Aber ich kann es ja danach nochmal wieder verkaufen. Was ich ziemlich gut finde. Und man kann mit diesem Tablet dann wirklich einfach so Sachen zeichnen und die verkaufen. Okay. An Kunden zur Abnahme schicken. Seid ihr davon absolut begeistert? Diese Arbeit entspricht nicht unseren Qualitätsstandards. War zu erwarten. Referenzbilder studieren. Referenzbilder studieren. Da ist es doch. Dann macht er das mal ganz schnell. Hier ist noch nicht nur ein Ballzettel. Voll einreichen kannst. Bla bla bla. Bla bli blub. So. Referenzbilder wurden studiert. Ach Gott, wo ist mein Tablet? Hör auf, das die ganze Zeit da reinzulegen. Im Inventar platzieren, bitte. So, Freelance. Abgelehnte Inhalte überarbeiten. Porträt. Vor allem, dass man das bei abgelehnte Inhalte nochmal auswählen muss. Als ob ich mehrere hätte. Habe ich aber nicht. So schlecht bin ich auch wieder nicht, Sims. So, du überarbeitest, das ist gefälligst gut, okay? Was machst denn du da überhaupt? Wie geil ist das denn gemacht? Ich liebe den Humor dieses Spiels. Wie cool ist das denn? Ist aber ein richtiges Kinderbild. Was ist denn das? Klare Ziele, weil Anweisungen studiert hat. Gut formulierte Dokumente. So, vielleicht lag es daran, dass ich verkackt habe. Vielleicht. An Kunden zur Abnahme schicken, bitte. Als ob. Als oppi oppi in mein Mundi. Dann denk, dusch nochmal nachdenklich. Du arbeitest jetzt schon den ganzen Tag nur an diesem einen Auftrag. So macht man das. Abgelehnte Inhalte überarbeiten. Und das gleich nochmal. Hört auf, mich so runter zu machen, Leute. Ich bin schon Level 4, meine Güte. Da müssen doch erstmal bessere Sachen zustande kommen. Bessere Sachen. Es ist aber wieder genau dasselbe. Und es verändert sich einfach nichts daran. Ich zeichne einfach nur wild darauf rum. Ja, okay. Hätte ich jetzt auch nicht einprogrammiert, wenn ich dieses Spiel gemacht hätte. Und es wird schon wieder abgelehnt. Ach komm! Freelance. Abgelehnte Inhalte überarbeiten. Langsam ist es anstrengend. Ich habe auch wieder Hunger. Liegt daran, dass ich heute noch nichts zum Mittag gegessen habe. Also, mein Sim. Dafür, dass ich heute nur einen Grillkäse gegessen habe, habe ich aber erstaunlich wenig Hunger. So, schon den ganzen Tag steht er in der Toilette rum. Und will dieses Ding abgeben. So, komm bitte, Kunden, seid doch mal nett. Gönnt doch mal, die Sonne lacht. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Mach den Grillkäse. Danach chattest du einfach ein bisschen. Soziales Netzwerk. Ja, überprüfe die Chroniken. Was zur Hölle? Wer sagt denn sowas? Oh Mann, ey. Meine Bude ist so hässlich. Ja, soziale Interaktion. Und danach musst du auch wieder aufs Klo. Nice. Und danach musst du auch schon wieder pennen. Und danach hat er auch wieder Sozialkontakt. Und was zur Hölle, du bist überhaupt noch nicht fertig mit Sozialkontakt. Du sollst aber schlafen, dann machst du die Nacht durch. Weil du einfach früher einschläfst. Rechte Seite, Raxuel Doktor, genau. Ich finde, ich habe genug Energie. Wach auf. Und arbeite weiter. An dein Kunstwerk. Am Donnerstag ist es schon fällig. Ja, erstmal nachdenklich duschen, damit du inspiriert wirst. Das hilft nämlich, Leute. Das kann nämlich helfen. Aber ich habe immer noch das hier. Wow. Okay. Dann bin ich halt konzentriert. Ist ja quasi dasselbe. Wenn man zwei Augen zumacht.
Komm schon, Mann. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld, bitte. Ich bin schon Level 5. Ich habe einfach schon die Hälfte aller Level durch. Mittelmäßig schwere Pop-Art-Gemälde, leichte surrealistische Gemälde, leichte Impressionen. Ich kenne mich jetzt in der Kunstmaterie nicht so gut aus. War's das jetzt? Habe ich es geschafft? Dann halt nicht. Ich überspringe euch das mal, Leute. Bis ich schaffe oder bis ich es aufgegeben habe. Es gibt im Übrigen auch Cheats in diesem Game. Vielleicht gibt es auch irgendeinen, der mir bei diesem Problem hilft. Denn eigentlich braucht man für diesen Job nur Level 1. Vor allem, ich habe ja den nicht so schwierigen gewählt. Unbequem? Das sieht dabei nicht so aus, als hätte das Ding eine schlechte Qualität. Sieht eigentlich sogar ganz gut aus. Ja, dann zock jetzt ein bisschen. Und danach isst du was. Und warum auch nicht? Mann, Leute, der macht einfach irgendwas. Soziales Netzwerk. Überprüft die Chroniken. Überprüft die Chroniken. Danach überarbeitest du ein letztes Mal dein Bild. Kunden zur Abnahme schicken. Kann man das auch einfach so oft machen, bis es nicht mehr geht? Bitte. Wo ist das Tablet? Liegt schon wieder auf dem Boden. Kann ich die Inhalte bearbeiten? Vielleicht muss ich auch einfach mal ein neues machen. Ist auch eine Möglichkeit. Deswegen ist 95 wert. Keine Ahnung, Leute. Ich probiere das jetzt noch einmal. Aber wenn es nicht klappt, habe ich den ganzen Tag in diesem Game verschwendet. Ah, yay, Level 6. Anspruchsvolle klassische Gemälde. Ich kann aber auch echt nicht reden, ne? Ja, es hat funktioniert. Ja, es ist ein atemberaubendes Ebenbild. Ja, ja. Super, du bist schon dreimal auf die Toilette gegangen, seitdem ich dieses Bild angefangen habe. Alter, ja. So hört sich das gesund an. Komm, schlaf. Schlaf. Danach überprüfst du die sozialen Medienchroniken. Ich verstehe dieses Spiel manchmal echt nicht. Yay. Oh Gott, das macht ja irgendwie gar nichts. Und dann nehmen wir auch direkt mal einen neuen Auftrag an. Ach du Kacke, da sind echt viele gut bezahlte Sachen dabei. Band-Tour-Plakat. Stromkastenkunst. Nehmen wir einfach mal das hier. Mit Kunden chatten. Machen wir einfach mal das. Sollte doch auch soziale Interaktion sein, oder? Ja, tatsächlich. Wir chatten mit unseren Kunden. Nice, Alter. Komm, wir machen jetzt ein gutes Bild. Zack. Und jetzt ist er sogar inspiriert. Das heißt, er kann auch besser kochen. Wie lange hält denn das noch an? 2 Stunden. Naja. Dann duschst du noch nachdenklich. Nachdem du gegessen hast. Was? So hört sich das ungefähr an. Ich bin jetzt Level 2 der Kochfähigkeit. Und was zur Hölle ist das? Weg damit. Wer zur Hölle ist das? Wer ist das? Ich bin gerade am Duschen. Oh, jetzt tschüss. Wer zur Hölle war das? Hilfe, Leute. Ich werde belästigt. Na, Freelance. Splash Art. Los. 3 Gemälde anfangen, wenn inspiriert. Jetzt steht da schon, ich habe 1 Stunde gemalt. Was zählt denn als Malen? So, kann ich das an Kunden schicken zur Abnahme? Jawohl. Das ist genau das, was wir suchen. Perfekt, das ging ja sogar mal vergleichsweise schnell. Dann nehmen wir auch direkt mal einen neuen Auftrag an, Leute. Und dieses Mal wollen wir uns hier ranwagen. Ne, dafür brauchen wir Level 6. Jo, nehmen wir einfach mal das hier. Es gibt am zweitmeisten. Bild in einem beliebigen Stil auf Grafiktablet kreieren. Was zur Hölle ist das überhaupt für ein Auftrag? Ich würde den gerne sehen. Es gibt nichts Besseres als eine Malereiparty. Eine Malereiparty ist ein Nie. Das zumindest ist unser Motto. Wie lautet dein? Es war eine Spaß und Malerei behindert. Eines ist womöglich perfekt für unseren, Nektar- und Malereiauftrag. Leite einen Kurs, trink etwas, lache mit anderen und lass dich dafür bezahlen. Okay, klingt gar nicht so schlecht, ne? Ah, ja, dann,
male ich jetzt einfach mal was. Ein realistisches Gemälde. Und zwar ein großes realistisches Gemälde. Auch wenn ich die Größe auf meinem Grafiktablet nicht unbedingt bestimmen kann. Es sei denn die Größe in Pixeln. Ja, ja, das sieht sehr schön aus. Nein, man sieht da ja wirklich den Malfortschritt. Wie cool ist das denn? Das sind ja Bäume, Leute. Das ist ja voll krass. Freelance mit Klassetreffen. Um 21.30 Uhr. Warum auch nicht? Dann machst du es halt über die Nacht. Und danach gehst du pennen. Jo, jo, ich fühle mich okay. Ein Zinder, okay, es fühlt sich allgemein wohl in seiner Haut. Yay, das war's. 288. Nur dafür. Sinkt mein Spaß eigentlich, wenn ich penne? Oder bleibt er auf selben Niveau? Keine Ahnung. Oh Gott, lass doch nicht immer alles stehen. Ach, Raxo. Da ist sogar ein Teller. Jo, dann zock einfach noch mal ein bisschen Sims Forever. Oh, du hast gerade ein bisschen Hunger, dann koch einfach mal ein bisschen. Nein, nicht das. Okay, er kotzt gleich. So sinnlos. Wieso sollte man denn kotzen, wenn man Hunger hat? Das ist doch genau das Gegenteil. Das nennt man Bildung, Kids. Braucht Vergnügen, bald Spaß niedrig. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. Komm, Raxo, du machst das jetzt. Im Übrigen, ich habe keine Ahnung, wie oft das hier kommen wird. Ich versuche es alle 2 Tage hinzukriegen. Vielleicht schaffe ich es auch jeden Tag. Es wird unregelmäßig sein. Ab und zu werde ich mal vielleicht direkt am Tag danach ein Video machen. Ab und zu vielleicht dann halt auch mal 2 bis 3 Tage nichts. Kann passieren. Verzeiht mir. Hauptkanal ist jetzt auch fällig. Also wenn das Video rauskommt, dürft ihr jetzt auf dem Hauptkanal. Auf dem Hauptkanal mache ich jetzt so jede Woche so ein Tutorial und sowas halt. Und so Videos im Sinne von, ich hasse Minecraft Modpacks, werden auf dem Hauptkanal auch immer noch erscheinen. Genauso wie Minecraft Skyscraper. Dafür brauche ich halt einfach nur Fragen. Leute, stellt mir Fragen. Hallo Raxo, hier spricht deine Jobagentur. Wir möchten dich nur freundlich daran erinnern, dass zahlreiche Aufträge zur Verfügung stehen. Falls du interessiert bist, Geld zu verdienen, kein Druck. Okay. Oh, das sind alle Icons für Sims Forever. Das Spiel, was ich so gerne spiele. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist, Mann. Aber gerne, Mann. Gerne. Was muss ich denn dafür machen? Mit Kunden chatten. Sehr, sehr gerne. Freelance mit Kunden chatten. So, ja. Schön die Hände waschen. Und dann mit den Kunden chatten Symbole auf Grafiktablet erstellen. Noch nicht schon wieder die Symbole. Aber macht Sinn. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Dann macht Sinn, macht Sinn. Ah, ist immer so schön, wenn hier alles so wunderbar grün ist. Gott, diese Geräusche. Oh Mann, manchmal lache ich mich darauf echt tot. Und das war's dann auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt mal etwas länger. Wirklich, die Aufnahme geht jetzt schon 20 Minuten. Tut mir leid, wenn es zu lange war. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!